Hi, ich heiße Patterson, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin der Typ, der Big B.I.G.'s Vater bangt. Es fing ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt Gay. Gay. Willkommen zur Viva La Ungespielt, was im letzten Server-Update angesprochen wurde. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier überhaupt los ist. Und wir sind gerade mit allen Usern, die hier sind, im Teamspeak. Moin. Hallo. Moin. Viva La Ungespielt. Hallo. Und, guten Tag wünsche ich euch. Kattel, wie so ein Besoffen. Wie sind wir gerade hier, in dem Chat? Um die 30. Ja, sehr gut, das wird übersichtlich. Dann würde ich sagen, erzählt doch mal, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Also, hier, mir, der Gay Butters vom Server. wir wollten, dass der Manuel von Broken Sums ins TS kommt und haben damit dann den Chat zeitgleich geschrieben, immer wieder, dass Manuel ins TS kommen soll. Er kam aber allerdings nicht und dann haben wir weitergeschrieben und dann wurden alle ins Gefängnis verbannt. Gefängnis? Muss sagen, mit sogar oder so. Oh, also als wir halt dann im Gefängnis waren, dann haben wir erstmal unseren Game Butters seine Hauptaufgabe gegeben, haben ihn geraped. Dann wurde er in eine Einzelzelle gesteckt und wir haben mit Sprüchen wie, sag mal, Game Butters, welchen haben wir gebracht? Wer sich nicht bewegt, kann die Fesseln nicht spüren. Den haben wir dann alle wieder gleich zeitgleich halt in den Chat reingedrückt und alle gleich geschrieben. Dann hat Gay Butters erstmal ein Mute bekommen von 10 Minuten. 10 Minuten. Mute. 10 Minuten. Ja, Entschuldigung. Und ja, da, als wir dann frei kamen, kamen wir auf eine geile Idee. Viva La Ungespielt. Freiheit für die Community. Weil wir einfach die beste Community sind und Simon die geilsten Videos macht. Oh, ich fühl, Und dann haben wir halt angefangen, hier im Chat zu spammen, uns halt dann auch unter deinen Videos per PN und dazu aufgerufen, unter deinen Videos zu spammen. Alle was allerdings nur Viva La Ungespielt, Freiheit für kann die ich mir eben was sagen? Und eventuell dann noch den Ingame-Namen hinterher. Also Leute, wenn ihr es jetzt hört hier, ein ungespieltes Video, schreibt in die Kommentare Viva La Ungespielt. Freiheit für die Community. Genau, schreibt das da unter. Ja, vielleicht wird einer derjenigen, die es schreiben, aber nicht nur unter meinen Videos, ihr könnt es gerne überall im Internet schreiben, wenn ich euch irgendwo finde. Irgendwo. Und ich sehe, ihr schreibt diesen Satz, dann also, könnte es vielleicht. Wir haben in den Videos gesagt, selbst unter White Titty Videos. Schreibt im ganzen Neuland. Genau, überall, egal wo auf YouTube, verbreitet es überall die Nachricht, Viva La Ungespielt. Falls ich euch irgendwo sehe, dann gibt's vielleicht für manche Auserwählte eine Wildcard auf dem Server. Dann könnt ihr vielleicht ein Teil dieser genialen Community sein, die sowas Geiles einfach mal auf die Beine stellt. Und ich weiß nicht mehr was davon, weil ich habe heute den ganzen Tag, bin ich zum ersten Mal heute auf dem Server, also ich war den ganzen Tag nicht online. Simon, nee, ich hab was für dich nix, hier. Komm mal her. Nix kriegst du. Komm mal her, ich hab ein Buch. Simon, ich hab ein Buch für dich hier. Ja, Simon, allerdings haben wir das jetzt seit ein paar Stunden sogar geplant, dass wir uns vorbereitet haben, mit, wenn du hier reinkommst, wir alles hier zuspammen mit Viva La Ungespielt. Vielleicht machen wir eine Führung, ne? Ja, dann würde ich sagen, wenn du magst, können wir die Führung beginnen. Guck mal, du hast ein Buch im Inventar, Simon. So, okay, ich glaube, dann fangen wir gleich mal bei unseren Phil, unseren Gay Butters hier unten an. Oh, von Kaddel. Viva La Ungespielt. Kaddel. Freiheit. Also ich werde euch alle porten, Moment. Also Simon, ich bin dein Fremdenführer. P-All. So, da seid ihr alle. Jo, danke. Oh, vorsichtig. Oh, ich hab Platzangst, ich muss weg. Okay, also ich bin bei. Erstmal musst du das Eingangsschild natürlich lesen. Erfinder des ungespielten Server-Songs. Alle weg. Wer die Boxen noch anders hat, kann den nochmal ausmachen. Bidi. Dankeschön, Mäuschen. Bitte alle beiseite. YOLO. So, warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz gucken, wer die Boxen hat, weil ich musste leider. Also ich hab sie schon gemutet, ich hab schon. Echt? Ja, Test. Du hast sie nur für dich gemutet. Okay, gut. Schalt nicht mehr. Ist schon wieder gut. Okay, dann oh nein, jetzt fängt sie an. Speedy, okay, ich werde die mal muten. Oder? Ich schon. Ja, ich muss für mich muten, warte. Achso. Okay, muten. Achso, sorry. Ja. Okay, dann fangen wir an. Soll ich anfangen mit Reden? Nee, wer wollte gerade anfangen? Das GS ist von mir. Also, ich würde sagen, das ist dein Grundstück. So darf er auch wohl eben erklären. Ja, dann. Hallöchen an alle, das ist mein Grundstück und hier habe ich drüben eine Mauer aufgestellt für alle YouTuber, die mich hier schon auf dem Server gedockt haben. Ah, okay. Ja. Ungespielt. Nur YouTube-Gamer, das schon gedockt haben. Oh, Broken Sums haben nicht mit dir gedockt?
Nein, die waren nicht mehr da gewesen. Die wollen doch, ja nicht. Die machen doch Docken für Otten, also da muss doch was laufen. Wir wollten ja, dass sie ins Teamspeak kommen, aber... Aber Manuel hat sich gesagt, wir kamen dafür in den Knast. Ja, die sind sehr beschäftigt. Die sind auch sehr beschäftigt momentan. Natürlich. Didi hat mich im TS hochgeholt zu Manuel und hat mich gefragt, ob ich der echte Gay Butters bin im TS. Du bist doch der echte Gay Butters, ne? Natürlich. Ja, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Ja, also wir wissen es ja auch schon. Wir haben einen echten Gay Butters auf unserem Server. Das hört ihr auch, wenn ihr mal eine Rap-Probe für uns gibt. Los. Hi, ich heiße Butters und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, der Big B.I.G.'s Vater bangt. Es fing ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt Gay. Gay. Ja, nice. Seht ihr mal, wir haben sogar Berühmtheit in dem Server. Den richtigen Gay Butters, so. Hey. Er ist schon rausgeflogen. Ja, das macht doch nichts. Sieger der Herzen. Hier die Liebeshöhle. Sieger der Herzen. Ungespielt im PK-Craft, immer herzlich willkommen. Okay. Dass ihr alle mal reinkommen, wenn ihr wollt. Ist zwar ein bisschen klein, aber fein. Ach, ist das so ein, erstmal so knapp, so Leute in dein Schlafzimmer reinstürmen. Alles ein richtiges Schlafzimmer? Ich sehe hier gar nichts. Das ist das sexy Schlafzimmer. Ja, nice. Er hat den Envel platziert. Kattel, du Arsch. Kattel. Warte, ich komm da nicht durch, wir müssen den Kattel reichern. Tötet einfach. Kattel will die Leute töten. Ich hab niemanden getötet. Wolltest so, aber. So, da hinten war nur mein Lager, das ist unwichtig eigentlich. Nee. Oh, oh. Ey. Ein Lager. Ein Lager. Erstmal klauen. Oh. Auch in Pink. Ich möchte bitte, dass du das anziehst. Nee, ist überhaupt nicht Pink, oder? Doch. Doch, es ist Pink. Soll ich es anziehen? Ja, warte, ich tue es dir in die Truhe, dann kannst du es anziehen. Oh mein Gott. Wenn du schon so schöne Führung hast, dann musst du auch anziehen. Okay. Hab's an. Oh, sehr schön siehst du aus. So. Okay, und dann habe ich nur noch auf der oberen Etage nur noch ein Zimmer. Und das war auch das Zimmer, durch das wir auf die Mauer raufgekommen sind. Also da oben. Hier ist doch die Meth-Küche. Ach, hier ist die Meth-Küche, okay. Ja, für viel Zeit, wenn man was braucht, ne? Ah, okay, und dann seid ihr hier hochgekommen. Ja, genau. Und das war dann mein Haus. Ja, sehr cool. Okay, ich hatte schon Angst, dass wir Ärger kriegen könnten, wenn wir jetzt einfach mal über den Zaun springen. Ja. Über welchen Zaun? Denn? Über euren Leinen. Über den Zaun, der ja hier die Stadt eingrenzt zum... Ach so, nee. Arena-Bild. So eine ist Simon nicht. Ich bin aber drüber gesprungen. Hier gibt's keinen Ärger, hier gibt's nur Ärger, wenn man hackt. Es wurden schon ein paar Spieler gebannt und verwarnt. Das ist echt schade. Oh das, ja. Das, ja, ich aber Zirp. Nur, ja, nee, Zirp, das ist schon wieder geklärt. Also es gibt auch manchmal, kann es sein, dass Spieler halt einfach zu Unrecht beschuldigt werden. Heute ist doch Dings gebannt worden. Ungebumst. Echt? Ja. Er hat zugegeben, dass er Lodos nutzt. Ja, wenn man es zugibt, finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich finde es immer gut, wenn man es zugibt, dann wird es wahrscheinlich keine endlose Strafe, sondern eine Strafe auf eine bestimmte Zeit. Aber generell nochmal kurz hier als Info für alle jetzt und für alle noch, die das Video schauen. Falls ihr auf dem Server seid oder falls ihr auf dem Server kommen solltet, spielt einfach fair. Ihr macht euch selber einen anderen Spielspaß kaputt und ihr macht euch selber eine Chance damit kaputt, weil wir finden die Cheater. Wir haben viele Plugins dafür, wir haben selbstgeschriebene Plugins jetzt schon, um Leute mit X-Ray zu entlarven. Also nur als kleine Info. Und macht eine aktive Community. Ja, ja, und Leute. So wollen wir es zu Butters Liebeshöhle und so. So, du, wollen wir jetzt rumlaufen und jedes einzelne Grundstück von den Leuten, die hier sind, oder wollen wir jetzt... Echt so viel? Okay, ja, komm, wenn ihr wollt, können wir... Simon, mach eine Stunde Aufnahme. Gibt's ein fettes Special. Zeig, das wäre eigentlich den Spawn, Folge kannst du auch mal zeigen. Ist, ich, heute Folge Simon, den Spawn kannst du auch zeigen. Okay, dann ist der Spawn schon weiter. Ja, ein bisschen. Simon, können wir noch meine Freundin grüßen? Ja, Sophie? Ja. Sophie. Anna. Ich grüße dich. Ich habe gehört, du hast mit dem 24-Stunden-Livestream mitgeschaut und wirst dich über Grüße freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich dich grüßen kann. Also, schöne Grüße, Sophie. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Livestream wieder dabei bist. Kannst auch nochmal meine Mama grüßen. Oh, ja, hallo Mama von Kaddel. Ich freue mich, wenn du besser erziehst, damit er nicht so ein Assi wird, wie er jetzt ist. Vielleicht kriegt er nochmal die Kurve. Und das wäre schön. Unwahrscheinlich. Er soll mal seine Math-Küche haben. Ibon? Ja? Wenn ich nochmal Fly bekommen, also der jetzt gerade einen Punkt geschrieben hat. Fly, Tai, Relos. Ja, am besten ist, wenn ich euch einfach mal alle hinporte. Dann sagt einfach nur wohin und dann porte ich euch. Okay. Oh, das Tor sieht schon geil aus. Das haben wir. Das haben Felix und ich vorhin in stressiger Arbeit gemacht. Zu welchem Haus willst du jetzt gehen? Ja, sagt einfach zu welchem Haus. Dann, wir können zu meinem Haus gehen, wenn ihr wollt. Wie heißt du denn? Also mein bringt mir nichts. Mein Gast ist in der Nähe. Also meins müsste doch eher das letzte sein, denn... Habt ihr auch einen Namen? Ja, super, zum Abschluss. Ja, mein Minecraft ist abgestürzt. Mein Minecraft.
Okay, wollen wir das Haus von Fightmeiter angucken? Ja gut, gucken wir es von Fightmeiter. Oh, pop mich, ja. Pop mich zu mir, ich tippe hier alle her. Plot me okay. Home. Achso, okay. YouTube. Das ist richtig geil. Das ist episch. Ja, danke. Das ist Alter. Richtig, ey, das habe ich auch schon gedacht. Das ist richtig geil und das ist im Survival gebaut, ne? Ja, alles im Survival, alles gefahren. Ja. Das ist Game-Mode-Hack. Ey, das ist echt geil. Also, das guckst du dir mal einfach diesen riesen Turm an. Ich habe ja die Befürchtung, dass es vielleicht später mal ein Penis werden soll. Nee, ich glaube, es ist eher dieses... Ist dieses in Dubai, dieses... Echt? Dieses, die, genau, ach, die sonst Dubai, so, wie es heißt. Oder die Palme, so heißt das, ne? Burj Al Arab oder genau. Sowas, ne? Ja. Nein, wie es gibt so in Deutschland auch. In Bremerhaven oder so gibt's das auch. Voll geil. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, danke schön. So? Dreck mal aus, dass den Kisten. Sieht von oben aus wie ein Dönerspieß. Oh, deine Kisten sind. Deine Kisten sind zittrig. Denkt direkt wieder ins Essen. Ja, also das habe ich auch schon öfters gesehen. Das Haus finde ich auch richtig geil. Also generell finde ich, sind wirklich hier. Diese Insel da oben. Sehr, sehr viele geile Häuser. Sieht man die da oben, die Insel? Okay. Die ist auch geil. Welche Insel? Diese Fliegen. Der ist auch geil gemacht. Nur ein bisschen zu viele Lianen, die hier runterhängen. Ja, gerne. Sag mal, welche Plot, Unix HD. Okay, Plot me home Unix HD. Simon, könntest du mir wieder, Fly geben, bitte? Sag nochmal den Ingame-Namen. So, Kaltrenz 3, wieder. Drüben sind die Schilder. Eine Monsterfalle. Also, das Schaf. Ach, die Keule. Ja, die Keule. Oh. Simon könnte ich auch Fly haben. Sag, danke. Mit ich ist das immer so eine Schwierigkeit. Sag nochmal den Ingame-Name. Ingame, Name? Könntest du noch einen Kumpel von mir grüßen? Hallo? Ja, hallo. Klar. Der heißt Chris. Hallo Chris. Schöne Grüße. Ja, ich wollte auch nochmal den Tunnel grüßen. Nee, den möchte ich grüßen. Zu, aber der stinkt. Ah, Simon, ich hab noch was vergessen. Was denn? Ich hab meiner allerbesten Freundin Anna, heißt sie. Liebe Grüße an Anna. Ich hab dein Thread gemacht nach deinem Tutorial. Ein Schwert? Ein Thread. Ach, ein Dread? Ach so, ich hab gedacht, was? Ich hab ein Schwerter-Tutorial? Woher? Simon, komm gleich mal zu. Ja, Simon, wusstest du das noch nicht? Du machst Schwerter-Tutorials. Ja, ist so, falls ihr meinen Kanal nicht kanntet, ungeschwert. Unbeschwert. Simon, kannst du gleich mal zu meinem Guest kommen? Ja, dann, Nein. Leute, wollen wir dann gleich zu meinem gehen? Da wollte ich dich eher um eine, um eine künstlerischen Rat fragen. Dann lass uns noch mal ganz kurz hier ans Nachbargrundstück. Ja, hier, genau. Das welches? Von Rucola, das Weiße, das ist wunderschön. Das hier neben, hier mit dem Wasser drumherum. Ja. Ist das Rucola? Rucola ist Einhorngurke. Der hat auch die Maus gewonnen im ersten Sklavenbattle. Ist sie gut? Nee, hat er noch nicht. Eigentlich wollte ich die losschicken mit beiden zusammen, aber die Gruppe, wo einer gehackt hat, ist ja kommt da einfach nicht zusammen, dass die endlich mal einen Termin haben, wo alle Zeit haben. Deswegen werde ich jetzt so losschicken. Und ich würde jetzt gerne noch was zu meinem Hostchen sagen. Komm mal bitte alle rein. Wir sind nicht da, kannst du mir im TP-All machen, jemand. Check. Also bitte nicht in den Pool für Frauen reingehen. Bitte Schilder. Simon, TP mal bitte. Frauen dürfen. Frauen da lieber nicht rein. Ja, okay, ich bin weg. Danke und Schwule? Sonst wären die schwanger. Okay, Speedy war drin, sie ist schwanger von mir. Schwule dürfen aber rein. Schwule rein? Ja, Speedy, Speedy. Du musst das Kind auf Poolparty machen. Okay. Poolparty. Hier ist Sherin. Poolparty. Sherin, hey. Wo seid ihr eigentlich? Zu dem Haus hier. Aber wir gehen jetzt schon weiter. Das war das Haus von Rucola. Und eben meins? Nein, nochmal Simon. Mein Haus ist auch gleich daneben. Ding, okay. Welches? Das Baumhaus da. Ja, machen wir einfach durch, wie es hier gerade steht. Wir gehen einfach durch. Wobei, wenn wir alle Häuser durchgehen, dann müssen wir es in zwei Teile aufteilen. Dann machen wir das einfach so, die, wo ich hier gerade auf dem Tinkstick bin. Ja gut, 20 Jahre irgendwann hin, oder? Müssen wir noch 19. Ja, das schaffen wir. Timon könnte ich auch Fly bekommen. Also meins muss sowieso als letztes, es ist einfach das grande Finale, sag ich mal. Wer möchte Fly? Ich. Der ja, genau, ich. Sag mal. Janni, warte. Janni Boy. Money Boy, ich erzähl es nicht. Money Boy, yo. Ja, auch sehr geil. Ich würde sagen, dann gucken wir uns die Häuser aber jetzt etwas oberflächlicher an, weil, danke, wenn wir wirklich in jedes Haus komplett reingehen und so, falls Simon, ihr auch eine Besonderheit nebenan habt, dann zeigt jeder eine Besonderheit von seinem Haus. Direkt dann, nebenan, Simon. Welches? Hier, das dann, was unfair. Ich wollte fragen. Wollte ich eher fragen, um Rat fragen. Okay, erzähl. Was für ein Dach würdest du empfehlen? Hier hinten dieses. Nein, falsch. Empfehle ich einfach zu mir. Ach, das ist es nicht. Nein. Ich kann die Stimmen nicht alle auseinanderhalten. Das sind ein bisschen zu viele. Du musst Ingame Namen mal sagen. Hier, das Cargo. Viereckige. Lu. Links. Cargo. Ah, hier. Ich hab gedacht, da ist Java. Das wollte ich fragen. Was im DPOL bitte? Was für ein Dach? DPOL? So. Danke. Was für ein Dach drauf machen könnte.
Also die Grundrisse sehen schon mal sehr geil aus. Ich mag es auch, wenn die Häuser so ein bisschen so auseinander gehen, nicht so krass. Lass es doch einfach so. Klassik sind. Ich ja, ohne Dach. Ja, das Dach kommt ja noch, das mache ich alles im LP. Also, ja, wenn du kein. Wenn du hier doch kein Holz verwendet hast, würde ich irgendwas mit Holz machen. Okay. Oder was denkst du? Was hättest du denn eigentlich vorgehabt? Ich wollte irgend so ein Spitzdach bauen, wie nebenan sowas. Welches Material hast du so gedacht? Ja, auch aus Holz wahrscheinlich. Ja, würde ich denken, das sieht doch schon geil aus, weil hier sind nur die Holzstämme und diese Steinziegel und dann okay. Ist da noch Material noch gar nicht dabei und dann passt das. Aber sieht auch schon sehr nice aus. Ich freue mich schon, wenn das weiter. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass wirklich jeder so geile Grundstücke baut. Also es gibt kaum Grundstück, wo ich sage, das geht gar nicht. Außer vielleicht das Grundstück von Manuel am Anfang. Mit dem riesen Penis. Okay, dann ab zum nächsten. Grundstück. Meinst du direkt nebenan? Das Wassergrundstück hier? Nee, also hier, da wo ich halt bin. Das ist neben dem Wassergrundstück. Hier das? Okay, hier, warte. Da mit den Melonen und so. Melonen. Und. Das da drüben. Dieser Klotz. Ach, hier. Das ist awesome. Look, das ist awesome. Warte, ich komme. Das ist der Luke und ja, Luke hier. Im Pool. TP All. Okay. Hier das Haus, ne? Oh, das sieht geil aus. Ja, genau. Das linke oder das rechte? Das ist echt geil. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hotel. Ja, ich hab's nicht. Also, das war am Anfang übel scheiße.